Ich denke, wenn man den Ring besucht, egal ob als Ganzes oder nur einzelne Teile dieses Bühnenfestspiels, sollte man sich grundsätzlich vor Augen halten, was Wagner mit diesem Kunstwerk bezweckt hat. Denn es handelt sich ja nicht um eine normale Oper, die unterhalten und ergreifen will und vielleicht nichts weiter sonst zum Zweck hat, sondern Wagner hat explizit dieses Kunstwerk geschaffen, um uns ein Mittel an die Hand zu geben, mit dem wir die Welt erklären können. Das heißt, er erzählt diese Geschichte nicht bloß um ihrer selbst willen, sondern alle ihre Bestandteile weisen über ihre bloße Existenz hinaus. Ein Schwert ist nicht einfach nur ein Schwert, und auch der Ring, das ist vielleicht das beste Beispiel, ist nicht einfach nur ein magisches Schmuckstück, sondern steht für etwas, was uns in unserer heutigen Welt Macht verleiht. Nur was das ist, das müssen wir eben selbst herausfinden. Und das Spiel gibt uns dazu die Möglichkeit. Darüber hinaus müssen wir aber noch ein paar Dinge aus den beiden voraufgegangenen Abenden des Rings, das Rheingold und die Walküre, mitnehmen. Da ist ja einmal der Ring selbst. Alberich, der Zwerg, der Schwarzalbe, raubt ja zu Anfang des Stücks das Rheingold, und aus diesem edlen Material lässt er einen Ring schmieden, der unbegrenzte Macht verleiht. Und dieser Ring ist deswegen natürlich sehr, sehr begehrt. Und im Rheingold versuchen alle mit allen Mitteln, muss man sagen, auch mit Gewalt in den Besitz dieses Rings zu gelangen. Von Alberich wird er abgenommen, von Wotan. Und Wotan gibt ihn weiter an den Riesen Fafner, der jetzt als zum Drachen mutiert, den Ring und einen dazugehörigen, gleichfalls sehr nützlichen Tarnhelm bewacht. In einer Drachenhöhle natürlich. Aus der Walküre hingegen nehmen wir mit, dass die beiden Eltern des Titelhelden Siegfried ein Geschwisterpaar sind, ihrerseits Kinder von Wotan, die gegen die Autorität dieses Gottes rebelliert haben, ja schon allein durch ihren Inzest, dessen Frucht Siegfried ja ist. Unterstützt wurden sie dabei von einer anderen unehelichen Tochter Wotans, Brünnhilde, und alle drei werden für diese Rebellion bestraft. Der Vater von Siegfried wird getötet, die Mutter kann zwar mit Hilfe Brünnhildes noch fliehen, stirbt dann aber bei Siegfrieds Geburt, und Brünnhilde wird von ihrem Vater Wotan in einen Dornröschenschlaf versetzt, aus dem sie nur ein furchtloser Held erwecken kann. Was schwebt und bebt und wabert umher? Die erste Person, der wir im Stück begegnen, ist der Zwerg Mime, den man schon aus dem Rheingold kennt, wo er den Tarnhelm und den Ring geschmiedet hat. Mime versucht, das Schwert, das zerbrochene Schwert von Siegfrieds Vater, zusammen zu nieten und Siegfried eine Waffe zu geben, mit der er den Drachen töten kann. Dazu muss man wissen, dass nach der Geburt Siegfrieds Mime derjenige war, der Siegfried aufgezogen hat. Natürlich nicht aus Nächstenliebe, sondern aus purem Eigensinn. Er hofft nämlich, sobald Siegfried den Drachen getötet hat, könne er, Mime, irgendwie an den Ring und den Tarnhelm kommen. Als Siegfried wiederkommt, erweist sich, dass Mimes Versuche, das Schwert zusammenzufügen, nicht der Kraft Siegfrieds standhalten. Man merkt ohnehin, dass die beiden sich wirklich nicht gut verstehen. Siegfried verbringt eigentlich so viel Zeit, wie er kann, draußen, um von Mime entfernt zu sein. Das verbessert sich natürlich auch nicht, als Mime ihm alles über die eigene Herkunft, über seine Eltern erzählt. Nur, dass Siegfried jetzt natürlich unbedingt dieses Schwert haben möchte, das die einzige Erbschaft von seinem Vater ist. Und weil Mime es nicht schafft, das zu schmieden, macht Siegfried das kurzerhand selbst. Oh.
so gerüstet könnte Siegfried ja im zweiten Akt des Stücks auf Drachenjagd gehen. Bevor er aber an der Drachenhöhle ankommt, erleben wir da noch Wotan, der jetzt unter dem Pseudonym, kann man sagen, Wanderer durch die Welt streift, und Alberich, die sich bei dieser Drachenhöhle versammelt haben und natürlich auch darauf lauern, was passiert jetzt mit dem Ring. Und zumindest Alberich ist ja noch immer von dem Gedanken besessen, diesen Ring zurückzubekommen. Aber da der Drache drauf sitzt, kommt er natürlich nicht dran. Siegfried gelingt es mit dem neuen Schwert Notung, das er sich selbst geschmiedet hatte, den Drachen zu töten. Und zugleich, eigentlich durch einen Zufall, benetzt er sich die Lippen mit dem Blut des sterbenden Drachens, und das verleiht ihm die Kraft, die Stimme der Tiere zu verstehen. Ein richtiges Märchenelement sozusagen. Und diese Fähigkeit kommt ihm gleich dreifach zustatten. Ein Vöglein, ein Waldvogel, verrät ihm erstens, dass er doch mal den Ring und den Tarnhelm holen sollte, weil die ihm sehr nützlich sein werden. Zweitens verrät ihm dieser Vogel, dass Mime einen Giftanschlag auf Siegfrieds Leben plant. Natürlich, klar, weil Mime kommt ja anders nicht an Ring und Tarnhelm. Dafür wird Mime von Siegfried kurzerhand umgebracht, zur Strafe, kann man sagen. Und drittens verrät ihm der Vogel auch noch, dass auf ihrem Felsen, in flammenumloderten Felsen, Brünnhilde, die Frau, auf ihn wartet. Siegfried marschiert also los in Richtung Brünnhildenfelsen, in dessen Umgebung sich die Eltern Brünnhildes versammelt haben. Klar, Schwiegersohn kommt, steht vor der Tür sozusagen. Was machen die Eltern der Braut? Sie streiten sich. Diese Eltern sind Wotan und die Urmutter Erda, die jeder des anderen Autorität komplett anzweifeln. Übrig auf der Szene bleibt Wotan, der versucht, sich Siegfried in den Weg zu stellen. Doch auch hier zeigt sich die Kraft von Notung, dem Schwert. Mit Hilfe Notungs ist es Siegfried leicht möglich, das Speer Wotans zu zerhauen. Es taugt also Notung nicht nur zum Drachentöten, sondern auch um mürrische Großväter zu besiegen. Und nun steht der Erweckung Brünnhildes durch Siegfried nichts entgegen. Aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt er sie natürlich mit einem Kuss, und es folgt die jubelnde Vereinigung dieser beiden, Siegfried und Brünnhilde. Ein Paar steht am Ende dieser Oper. Die Bezeichnung heroisches Lustspiel ist ja erstmal was ganz Merkwürdiges. Ich glaube auch nicht, dass die sonst noch bei irgendeinem anderen Stück der Musikliteratur gibt. Denn heroisch, heldenhaft und komisch Lustspiel, das scheint sich ja zu widersprechen. Das Heroische verträgt ja nichts schlechter als das Lächerlichmachen, das Komische. Was Wagner, denke ich, damit bezweckte, ist deutlich zu machen, dass sich hier zwei Ebenen überlagern. Wir haben natürlich das Komische, das gilt vor allem der Zeichnung des Titelhelden Siegfried. Diese übermenschlichen Kräfte, über die Siegfried verfügt, die haben ja was Comichaftes. Und auch die Art, wie er seine Feinde tötet, das erinnert an Comic, an Splatter-Movies oder eben auch an Märchen. Das ist gar nicht realistisch, so scheint es uns. Zugleich aber haben wir das Heroische, das uns darauf hinweist, dass natürlich diese Entwicklung Siegfrieds in einen größeren Verlaufsplan eingepasst ist. Dass es hier darum geht, dass jemand heranwächst, zum Retter der Welt werden soll, der sich eigentlich immer nur mit Gewalt durchsetzt. Und im Verlaufe des Rings werden wir ja sehen, dass das kein taugliches Konzept ist, um die Welt zu retten, sondern dass es dafür Weisheit braucht, eben das, was Siegfried leider nicht hat. Darüber hinaus habe ich die ganz persönliche Meinung, dass Wagner, der ja sehr, sehr genau immer schaute, welchen Titel, welche Bezeichnung er seinen Stücken gab, auch mit dem Doppelcharakter des Wortes Lust bewusst gearbeitet hat, weil im dritten Aufzug des Stückes, wo es um die Vereinigung von Siegfried
Und Brünnhilde geht ja durchaus auch die sexuelle Vereinigung, spielt eben Lust die Hauptrolle und wird in einer Länge von fast 40 Minuten in den einzelnen Phasen auch mit wahnsinniger Detailgenauigkeit geschildert. Die Zeitgenossen der Uraufführung fühlten sich von dieser Direktheit geradezu abgestoßen. Man kann sagen, das, was im Tristan, den Wagner ja vorher komponiert hat, eine Art Coitus Interruptus im zweiten Aufzug war, das wird hier im Siegfried bis zum Ende im C-Dur-Schluss völlig durchgezogen. Die Inszenierung von Stefan Herrheim setzt ja genau bei dieser Idee an, dass Wagner hier quasi ein Gerüst komponiert hat, das wir mit Inhalt füllen müssen. Das heißt, ein Spiel, das aus Regeln besteht, die wir immer wieder neu interpretieren. Es heißt ja nicht, dass der welterklärende Anspruch von Wagner direkt an den Regisseur gerichtet ist. Nun sag uns mal, was der Ring heute bedeutet. Ist es die Atomkraft? Ist es das Geld? Ist es der Kapitalismus? Nein, es geht darum, dass wir selber uns diese Fragen beantwortet und dass die Inszenierung versucht, uns bestmöglich darauf vorzubereiten. Deswegen bietet sie eben nicht, wie andere Inszenierungen, einen möglichst großen Bühnenrealismus. Davon war Wagner ja schon bei der Uraufführung sehr enttäuscht, sondern sie zeigt immer, dass es ein Spiel ist. Und dieses Spiel wird von Menschen in Gang gesetzt, jedes Mal wieder, von denen auf der Bühne, genauso wie von uns. Und das sehen wir auch im Siegfried. Diese Menschen, die das Spiel ursprünglich im Rheingold begonnen haben, sind auch hier gegenwärtig. Man kann sie Flüchtlinge nennen, sie sind in gewisser Weise Heimatlose, weil sie ja erst durch das Spiel ihre Identität klären. Deshalb auch die Koffer. Die Koffer sind ja auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich Theater jenseits des Realismus erzeugen lässt. Wir sehen Koffer zu Landschaften geformt, Koffer, die eine Hütte, die Hütte Mimes bilden. Diese Figurationen der Koffer nehmen immer neue Gestalten an und wir erkennen, was gemeint ist. Aber im Zusammenhang mit der Musik ist es unsere Imaginationskraft, die das Bild vollendet. Diese Dimension des Spiels wird auch durch den Konzertflügel immer wieder verdeutlicht, weil es ist ein Kunstwerk, das hier auf die Bühne kommt. Und es ist natürlich Wagners Kunstwerk. Es ist entstanden am Klavier und der Kontrast, der schmale Grat der Balance zwischen der immer wieder ins Realistische ausufernden Bühnenhandlung. Klar, wenn Menschen auf der Bühne ihre Gefühle spielen, dann wird das immer realistisch. Dieser Kontrast, der wird durch den Rückzug auf den Konzertflügel immer wieder verdeutlicht. Die Figuren kommen aus diesem Konzertflügel, sie setzen sich aber auch selber daran und schreiben das Werk sozusagen weiter, wie eben jede Figurenerfindung von Wagner ein Teil seiner selbst ist, aber auch dann in dem Moment, wo sie in der Welt, in der Kunstwelt ist, ihre eigene Dynamik entwickelt. Tatsächlich ist Mime, der Zwerg, die Figur, die Wagner am sympathischsten war, wenn man den Berichten der Zeitzeugen glauben möchte. Ich finde das auch sehr nachvollziehbar, weil die fiesen Rollen spielt man einfach gern. Und Wagner hatte offenbar auch ein Vergnügen daran, diesen Mime selber auf Proben zu interpretieren. Und ich glaube auch, dass man die ursprüngliche Anlage von Mime als Figur viel eher im Kontext dieser Märchenbildwelten sehen muss, die im 19. Jahrhundert ja so überreichlich präsent waren. Was allerdings dann passierte, ist, dass in der Rezeptionsgeschichte, gerade in Bayreuth, bedingt auch durch Cosima Wagner, diese Figur zu einer Judenkarikatur wurde, immer stärker. Die Inszenierung versucht, diesen doppelten Charakter Mimes dadurch Rechnung zu tragen, dass die Figur eindeutig Züge von Wagner hat. Man erkennt auch dieses berühmte Wagner-Barett.
andererseits aber auch eine Häftlingskleidung aus dem KZ trägt. Das meine ich wohl auch. Diesen Zeitraum zwischen 1857 und 1869, der zwischen den ersten beiden Aufzügen des Siegfrieds und dem dritten liegt, den merkt man sofort. Sofort, wenn man dieses Vorspiel zum dritten Aufzug hört, das mit einmal eine viel dichtere, viel komplexere orchestrale Textur hat als die beiden vorangegangenen Aufzüge. Wenn man die Szenen dort hört, ist das alles sehr fragil, ist fast kammermusikalisch gesetzt mit vielen Bläsersoli, es ist sehr fein gearbeitet. Waldweben heißt ja auch die berühmteste Orchesterpassage aus dem Siegfried. Das ist jetzt hier anders. Aber es ist natürlich nicht deswegen anders, weil Wagner jetzt einfach seine Kompositionstechnik geändert hätte, sondern es ist deswegen anders, weil es um andere Dinge geht. Es geht hier ja gerade um das Erwachsenwerden, um große Gefühle. Jeder weiß, in der Pubertät sind die Gefühle manchmal übermenschlich groß. Und um das auszudrücken, was zwischen Siegfried und Brünnhilde passiert, da braucht es eben diese andere, ich möchte sagen, süffigere, auch viel opernhaftere Sprache. Interessanterweise hat Wagner die Rolle des Waldvogels ursprünglich für eine Knabenstimme konzipiert. Er ist für die Uraufführung davon abgewichen, ich denke aus pragmatischen Gründen, weil sicher auch eine Sopranistin besser über das Orchester kommt, natürlich eine durchdringendere Stimme hat. Ihr schweigt und lauscht, so schwatzt ich denn los. Dennoch hat die Idee ihren Reiz und ich finde es sehr spannend, das hier einmal umgesetzt zu sehen, weil natürlich die Welt, in der Siegfried groß wird, eine Kinderwelt ist. Und mit dem Waldvogel lässt er diese Kinderwelt hinter sich. Und es ist wichtig, dass die erste Frau, die er erlebt und die erste Frauenstimme, die er hört, tatsächlich Brünnhilde gehört.